Hallöchen, meine Lieben. So, nachdem es mit den letzten Tagen nicht so gut ging von den Händen her und ich gestern dann auch noch zu einer Notbehandlung zum Zahnarzt musste, mache ich mal heute weiter mit den Verpackungen. Und zwar möchte ich heute mit euch dieses kleine Tütchen basteln. Benutzt habe ich die Weihnachtsblöcke aus dem Action, die 15x30. Ich zeige euch die mal. Die hier. Und ja, wir haben Juli, aber man kann mit Weihnachten ja nicht früh genug anfangen. So, eins zu den Papieren kann ich euch schon sagen. Diese ganzen beglitzerten Papiere, die hier drin sind, lassen sich ziemlich bescheiden falzen. Also das Papier reißt da ein bisschen auf. Das heißt, ja, am besten kein beglitzertes nehmen oder nur wo wenig beglitzertes ist, falls ihr die gleichen Blöcke nehmen wollt. So. Was wir brauchen ist, also ich mache das mal auf, damit ihr mal seht, wie das von innen aussieht. So, so sieht das von innen aus. Ja, also da passt schon ein bisschen was rein. Und ihr könnt das mit Band zumachen, ihr könnt das aber auch mit einer Klammer hier oben zumachen. Ich habe mich für Band entschieden, weil ich die Form von diesem, ist es ein Hexagon? Ja, beibehalten wollte. Genau, so, was brauchen wir? Also, wir brauchen Papier. Und zwar ist das 15 mal 30 gewesen, ursprünglich. Ich glaube so, ne? Ich gucke mal auf die Blöcke, was da drauf steht. Steht überhaupt was drauf? 30 mal 15, genau. Also 15 mal 30. Das kürzen wir uns auf der langen Seite auf 25 cm. Wenn ihr einen 30x30 Block nimmt, also 12x12 Inch Block nehmt und da ein Blatt rausnehmt, teilt es einmal in der Mitte bei 6 Inch, 15,2, wie auch immer, es ist jetzt nicht so tragisch, und dann auf der langen Seite bei 25. Also, ich habe zwei genommen, um, ne, zu zeigen, wie wo was. Dann brauchen wir ein Falzbrett. Wir brauchen eine Schere. Wir brauchen ein Lineal. Wir brauchen ein Falzbein oder auch ein, ups, Dotting-Tool. Wir brauchen Kleber. Und wir brauchen, wenn ihr das mit Band machen wollt, eine Lochzange. Ich habe die Crocodile. Und wir brauchen Band. Ne? Also ich habe eigentlich angefangen, mit dem vom Action zu arbeiten. Ich wollte das ja komplett aus Action-Material machen, aber dieses Bakers-Twine, naja, wir können es trotzdem mit Bakers-Twine machen. Aber dieses Gold rubbelt sich da immer ein bisschen auf. So, brauchen wir noch was? Nö, mehr brauchen wir nicht. So, dann fange ich mal an. Ihr legt euch das Blatt mit der langen Seite, also mit den 25 cm nach oben und falzt bei, ich mache das mal ein bisschen runter, bei 4, bei 8, bei 12, bei 16, bei 20 und bei 24. Dann dreht ihr das im Uhrzeigersinn. Und jetzt machen wir, das wird der untere Teil, wieder eine Falz bei 4. Dann drehen wir es einmal komplett auf die andere Seite, also auch die kurze Seite oben, aber und falzen es bei 3. Drehen es wieder im Uhrzeigersinn, so dass die 3 cm Falz oben ist und machen. Und da müsst ihr jetzt aufpassen, was ihr für Papier habt, ne? Wenn ihr Papier habt, was ganz doll gemustert ist, so dass ihr die erste Falz hier nicht sehen könnt, dann knickt euch die einmal um, damit ihr wirklich einen Punkt habt. Ich mache das mal eben, auch wenn ich das gut sehen kann bei mir, damit ihr sehen könnt, weil wir müssen jetzt Falzlinien ziehen, und zwar nur bis zur ersten Falz. Und zwar bei 2, bei 6, bei 10, bei 14, bei 18 und bei 22. So. Dann sieht das auf der Rückseite so aus. Ich zeige euch bewusst die Rückseite, weil es da einfach besser zu sehen ist. So,
Jetzt müssen wir diagonale Linien ziehen. Und zwar von dem Punkt, den wir eben gerade gemacht haben. Einmal hier runter und einmal darunter. Dafür nehme ich mein Dotting-Tool und ein Lineal. Und für mich ist es einfacher, immer erst in eine Richtung zu gehen. So, jetzt. In eine Richtung zu gehen und danach die andere Seite zu machen. Ich muss das Licht auch mal ein bisschen anders hinholen, damit ich sehe. Ich hoffe, ihr seht das auch. Mal gucken. So. Also, hier oben ist der Punkt. Da unten in die Ecke wollen wir. Und dann gehe ich hier zwei, dreimal rüber. Dann wandere ich zum nächsten Feld. Wenn ihr nicht ganz... So. Und immer schön darauf achten, dass ihr hier oben, da wo wir die Falzlinie gezogen haben, ankommt. Ja, hier müssen wir jetzt eigentlich nicht, aber ich mache das mal, weil das sich nachher nämlich so. Genau, dann nehmen wir die andere Seite und gehen die gleiche Strecke zurück, nur in die andere Richtung. Also die Linie in die andere Richtung. Das solltet ihr auch auf der Rückseite machen, weil man falzt ja immer so, wie man es dann knicken soll. Ne? Also ich will das dann auch in die Richtung da knicken, in die andere. Deshalb falzen wir das auf der Rückseite. Wenn ihr doppelseitiges Papier habt, also doppelseitig bedrucktes, dann achtet darauf, dass ihr die Falzlinien gut sehen könnt oder macht euch zur Not Bleistiftlinien. Die könnt ihr ja später wegradieren. So. So. Jetzt brauchen wir die Schere, denn wir müssen was wegschneiden. Und zwar hier unten an der Seite, wo wir den 1 cm gefalzt haben, schneiden wir diese Ecke weg und machen eine Schräge hier rein. Und dann schneiden wir alle Falzlinien ein bis zu der Falz hier, wo wir 4 cm gefalzt haben. So, Schere weg, brauchen wir nicht mehr. Jetzt falzen wir alle Falzlinien nach. Und ich fange mal oben und unten an. Und ihr könnt es jetzt hier schon sehen, dass ich das Papier, ne? Naja, das geht hier noch, aber also ihr müsst da echt vorsichtig sein bei diesen Blöcken. Die sind nicht so... Naja, die beglitzerten Papiere sind auf jeden Fall nicht so schön. Die, wo hier nur so ein bisschen Folie drauf ist, das geht immer noch. So. So, das haben wir. Und jetzt falzen wir diese Linien, die wir uns da oben gezogen haben, und zwar nur so ein bisschen an. Das macht es nachher einfacher, wenn wir die Diagonalen falten. Also einfach so ein bisschen zusammendrücken und hier hinten gegendrücken. So. So, und jetzt müssen wir die Dreiecke falten. Das ist nicht schlimm, dass das hier ein bisschen verbeult ist. Ich fange immer gerne mit dem hier an, weil ich da ein bisschen mehr Platz habe. Die falten wir jetzt auch wirklich so nach außen. Dadurch, dass wir die eingeschnitten haben unten schon, ist das eigentlich ganz easy, weil man die wirklich so umknicken kann. Ihr seid da bestimmt ein bisschen
geschickter als ich, weil ich, wie gesagt, hier ja mit meinen Händen immer gucken muss, wie ich es am besten hinkriege. So. Fängt schon an. Koordinationsschwierigkeiten. So. Gleich fertig. So, und wenn ihr euch fragt, warum ich jetzt schon im Juli bastel, ich habe ja in meinem letzten Video bei der Packung schon gesagt, dass ich in einer Gruppe bin, ne? Basteln und Handarbeiten für soziale Zwecke. Und ich weiß, dass die Mädels da wirklich auf jede Spende auch angewiesen sind, weil die wirklich viele Projekte haben, die machen. Und also, wem es genauso geht wie mir, der einfach viel Zeug zu Hause hat, viel bastelt und gar nicht weiß, wohin damit. Also für mich ist Basteln ja eher so, ne, der Ausgleich zu allem anderen. Und da bleibt eben immer mal viel, ja, was ich gebastelt habe, was dann hier ist. Und genau, dafür ist diese Gruppe natürlich perfekt, denn da könnt ihr alles anbieten, was ihr bastelt und zu viel habt. So, ich nehme jetzt einen Kleberoller für diese Lasche. Ups. Pack mir das so hin und ich hoffe, ihr seht das. Also, dadurch, dass wir eine gleichmäßige Zahl haben, passt das perfekt. Und wir können das aufeinander legen. So. So, und dann haben wir schon das Grundgerüst fertig. So, jetzt als Tipp von mir, wenn ihr mit Bändern arbeiten wollt, macht die Löcher jetzt rein. Nachher wird das ein bisschen schwierig. Ich mache das, wie gesagt, mit der Crocodile und ich nehme mir dann 3 Stück, jag das hier durch, mache das auf der anderen Seite auch, jag das hier durch. So. Und noch ein Tipp, weil es wirklich schwierig ist, unten dieses Hexagon so zu kleben, dass das alles irgendwie, ne, gleich so hält. Guckt euch an, welche Seite hinten sein soll. Also ich nehme die, wo hier diese Klebefalz ist. Ne, die soll hinten sein. Ich mache meistens oben schon das Band rein. Das mache ich jetzt auch mal, damit ihr seht, dass das einfacher ist zum Kleben. Also, da hinten soll meine Klebelasche hin und ich habe ja, weil ich ja, wie gesagt, handbehindert bin, habe ich so einen tollen Einfehler, ne? Der ermöglicht es mir, das hier ziemlich easy durchzufädeln, wobei, wie gesagt, dieses Bakers Twine echt doof ist, weil dieses Gold sich da aufrubbelt, aber egal, ne? Ihr seht, ich kann das einfach durchziehen. Das mache ich auf der anderen Seite auch. In der Hoffnung, dass ich da auch das Gold nochmal mit reinkriege. Hat geklappt. Und ziehe mir das durch. So. Also Band drin. Dann habe ich mir, ich habe ja ein Abo bei Kreativfabrika. Und dieses Abo ist ja wirklich toll, weil man sich wirklich zu jedem Anlass Grafiken runterladen kann und ausdrucken kann. Und ich habe mir kleine Weihnachtsmänner, Weihnachtswichtel, ausgedruckt. Weil es ja nicht nur Weihnachten, sondern auch Nikolaus gibt und ich mir gedacht habe, ich lasse diesmal den Gruß weg. Denn Weihnachtsgruß zu Nikolaus ist doof, ne? Dachte ich mir. Und wenn es auch nur in der Weihnachtszeit irgendwie verschenkt wird, habe ich mir gedacht, reicht so ein kleiner Weihnachtswichtel und dann ist gut. So, jetzt mache ich mir hier eine Schleife und gucke, dass dieser Stern hier oben geformt ist. Wie gesagt, die Schleife könnt ihr nachher, ich muss mal gucken, ob ich das hier so in der Kamera hinkriege, wie ich das will. Die könnt ihr nachher auch wieder aufmachen. Ist nur zum Kleben, ist es wirklich, ihr werdet das gleich sehen, ist es besser.
So, natürlich haben wir zu viel Band drin, das schneiden wir ab. So, also schon fertig. So, das wird jetzt unsere Vorderseite. Das heißt, die kleben wir ganz zum Schluss. Und die gegenüberliegende natürlich dann vorher. Ich mache das immer so, ich drücke mir einen schon runter und die anderen, und dafür brauchen wir jetzt Flüssigkleber, weil Flüssigkleber wirklich ermöglicht, dass wir dann noch ein bisschen hin und her schieben. Ich mache auf jede Seite hier oben Kleber, außer auf die erste. Ups. So, und dann lege ich mir das so um, wie ich das haben will. Das, dann kommt das und dann kommt das. Und jetzt haben wir nämlich noch die Möglichkeit, durch den Flüssigkleber das so zu rücken, dass es auch ein Hexagon wird. Und dann halte ich das immer ein bisschen, bis es ein bisschen angezogen ist. Also am besten ist wirklich schnell trocknenden Kleber nehmen, damit ihr hier nicht so lange halten müsst. Und ja, also wie gesagt, ihr könnt hier immer noch ein bisschen rücken, ne? Eigentlich müssen sie ja, wie gesagt, so gegenüber liegen. Das tun sie jetzt mehr oder weniger. Und fertig ist das Weihnachtstütchen. Natürlich könnt ihr das auch mit ganz anderen Motiven machen. Also ich habe das jetzt für Weihnachten gemacht, weil ich weiß, dass da auch schon Weihnachtstütchen benötigt werden. Und ich mir gedacht habe, ich wollte sowieso die Weihnachtsblöcke mal ein bisschen verarbeiten. Und deshalb habe ich angefangen, diese Beutelchen zu machen. Genau. So, ganz einfach, ganz fertig, schnell gemacht und für jeden Anlass gut geeignet. Also hier passt eine Menge rein, finde ich. Und ich glaube, also jetzt gerade so, vielleicht auch für Einschulungsfeiern oder so, ne? Ich weiß es nicht. Also ich habe es jetzt, wie gesagt, speziell für Dings gebastelt. Ich habe auch vorher schon eins mit Blümchen gemacht. Genau. Ein bisschen kleiner. Also in der Höhe könnt ihr variieren, ne? Das ist euch überlassen. Ihr müsst natürlich nicht die 15 Breite nehmen, aber ihr solltet zusehen, dass oben eben nicht zu viel zu hoch ist, weil sonst, ja, also normalerweise ist das, ich kann euch ja mal zeigen, genau, ich habe hier mal eins angefangen gehabt. Das war so mein erster Versuch. Der hatte auch nur 5. Das hat nicht so funktioniert, wie ich wollte. Deshalb habe ich ein 6. dazu gemacht. Aber genau, so sollte es irgendwie aussehen. Und je kürzer das oben ist, desto mehr nimmt es dann, beziehungsweise je kürzer das hier in der Mitte ist, ne? Weil da habe ich sie auch nach außen gebogen. Das hätte man hier jetzt auch machen können. Ich glaube, ich habe auch eins, wo ich es nach außen gebogen habe. Genau, ich zeige euch das mal. Da habe ich die nach außen gebogen. Also wie ihr die faltet, ist eigentlich euch überlassen. Ich habe die jetzt alle nach innen gemacht, weil ich das besser fand. Auf jeden Fall seht ihr ja, es ist schnell gemacht und man braucht nicht viel Material. Ne? Und wahrscheinlich haben alle, die bei Action einkaufen gehen, auch diese ganzen Weihnachtsblöcke noch oder zumindest einen Teil davon. So, genau. Also ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich werde euch demnächst noch mehr belästigen mit ein paar Verpackungen, kleinen Geschenktütchen und, weil ich da gerade, ja, mittendrin bin, mich auszuprobieren, was wie am besten geht und ja, das für die Gruppe auch gar nicht so verkehrt ist, weil Goodie-Beutelchen, Täschchen da wohl ziemlich gefragt sind. Ich kann euch wirklich nur empfehlen, klopft da mal an in der Gruppe, guckt euch da mal um. Falls ihr, wie gesagt, auch zu viel Karten, zu viel Verpackungen oder sonstiges habt, die Mädels freuen sich über jede Spende und auch wenn ihr zu viel Bastelmaterial habt oder sonstiges, ihr findet da auf jeden Fall immer einen Abnehmer und tut damit noch Gutes. Ich verlinke euch die Gruppe nochmal unten, das habe ich im letzten Video schon gemacht, aber ich mache es diesmal nochmal, weil ich wirklich, ja, eigentlich sehr davon überzeugt, was heißt eigentlich, ich bin total davon überzeugt und ich freue mich natürlich, wenn es anderen Leuten hilft und es gibt so viele Projekte, für die die Mädels da arbeiten oder machen und ja, Sternkinder, Hospiz, Senioren, Tafel, alles Mögliche und ich glaube, gerade in der jetzigen Zeit, wo alles teurer wird, wo alles, ja, wo jeder irgendwo ein bisschen kämpft, ist das schön, wenn man dann irgendwie anderen Leuten noch helfen kann. So. Das war jetzt mein Wort zum Sonntag. Ich wünsche euch ja, ein schönes Restwochenende. Ich habe ja jetzt noch 2 Wochen Urlaub und werde den
viel mit Basteln verbringen und hoffentlich auch im Pool, wenn das Wetter besser wird. Und ansonsten sehen wir uns bei der nächsten Verpackung. Ich freue mich über ein Däumchen, ich freue mich über ein Abo und sag schon mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.